Es war einmal ein König, der hat einen großen Floh. Den liebt er gar nicht wenig, als wie sein eigenen Sohn. Da rief er seinen Schneider, der Schneider. Auf Elfenbein gemalt hier eine besonders feine Miniaturmalerei, die den Vater Ludwig II., Max II., zeigt in wunderschöner Ausführung. Man darf nie vergessen, dass dieser König nur 53 Jahre alt geworden ist und der Ludwig deshalb so früh mit 18 Jahren schon auf den Thron kam. Bis ihm Junker Kleider und bis ihm Hosen an. In Sammet und in Seide war er nun angetan. Hatte Bänder auf dem Kleide, hat auch ein Kreuz daran und war sogleich Minister und hat einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister bei Hof auch große Herren. Und Herr und Frau am Hofe, die waren sehr geplagt. Die Königin und die Zofe, gestochen und genagt. Und durften sie nicht knicken, und weg sie jucken nicht. Wir knicken und